Hallo Ola, ich bin Scheiß Fred. Empfindest du das Wieksen eher als Vor- oder Nachteil? Sowohl als auch. Also wenn ich daran zurückdenke, dass man früher zusammen war, man hatte sehr viel mehr Spaß, aber hat auch sehr viel länger gebraucht. Klar, Privatgespräche, Lachen und sowas, alles Zwischenmenschliche raubt natürlich Zeit. Das ist schön, dass es das gab, aber es hat natürlich auch ein bisschen abgehalten von der Arbeit an sich. In der heutigen Zeit, wo alles immer schneller gehen muss, Es ist auch insofern hilfreich, weil man sich wirklich auf sein Kommen konzentrieren kann und kann einfach an einem Stück durchkommen Abgesehen vom Mixen, gibt es weitere Veränderungen, seitdem du angefangen hast? Ja, natürlich. Also es gibt abgesehen von der eigenen Wandlung, sage ich mal, von der stetig wachsenden Professionalität, einmal eben das Nächste, wie gesagt, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit hat, dass alles sehr viel schneller wird. Es wird alles viel schneller. Man muss immer besser werden, um mithalten zu können. Was natürlich auch wiederum den Leuten, die kommen wollen, den Einstieg natürlich erschwert. Würdest du dich selbst als Kind bezeichnen? Ja und nein. Ich sag mal so, als einen geistig behinderten Jungen, der auch zusätzlich noch eine halbseitige Lähmung hat. Zwar schon bei Verstand, also jetzt nicht völlig abgedriftet, aber einfach je später es wurde, das am Tag, umso schwächer wurde. Und somit wurde auch Sprache schlechter, schwächer. Die Lippen hingen den Worten hinterher und da haben wir mit einem Sprachcoach gearbeitet und das war sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig. Leidest du? Ja, ich bin nicht. Aber bist du anal gekommen? Auf eine andere Art und Weise, klar. Da war ich sehr emotional natürlich, wenn es endet. Schwierig, wenn man dann hängen bleibt oder das noch so nachwirkt. Ja, nee, das ist ganz schwierig. Früher lief es immer super parallel, so während der Schule und so. Heutzutage natürlich, irgendwann kristallisiert sich so ein bisschen so ein Schwerpunkt raus. Bei mir ist es aktuell mehr das, aber aufgeben würde ich nicht, weil es ist einfach so eine wunderschöne ergänzende Kunst. Also, beim einen spielt man nur mit der Stimme, beim anderen spielt man mit dem Körper. Und ich find's schwierig. Also ich würde ungern das eine fürs andere aufgeben. Aber was ich gerne mehr machen würde, wären, glaube ich, Computerspiele. Welche Tipps hast du für Newcomer? Tipps, ja, es gibt so ganz grundlegende Tipps, die man jedem mitgeben könnte. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus? Auch meistens stehe ich um Mittag auf, ganz normal, wie jeder andere irgendwie. Eigentlich relativ normal. Und was fasziniert dich besonders? Welche Serien und Filme schaust du privat gerne? Da darf irgendwie die dann und dann und dann dann. Ich find's schwierig bei Serien, wenn dann so die nächste Staffel kommt. Da kommt die nächste Staffel irgendwie, das finde ich ein bisschen anstrengend. Ja. Auf welche Projekte bist du besonders stolz? Da bin ich stolz drauf, dass ich das auch so durchgezogen habe. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Damals, als ich keine Ahnung hatte, ich mache meinen Tarzan-Schrei und habe unten diesen Wasserplatscher, diesen Bauchplatscher mitgemacht. Was war das denn jetzt? Woher sollte ich es wissen?